Auf geht's. Okay. Wir sollten so schnell wie möglich wieder hier raus. Immerhin hat es ja was Gutes. Wir haben Koordinaten bekommen oder wir haben Informationen bekommen und Ili hat das Ganze ganz gut ausgewertet. Das hätte auch schnell nach hinten losgehen können mit dem Übergriff auf Ilis Systeme. Ja, ja, mach ich. Mach ich gern. Bitte weise mich weiter an. Ich will so schnell wie möglich runter. So, das nehmen wir noch schnell mit. Wenn es uns schon so angeboten wird auf dem Weg. Ärger voraus. Ja. Ich sehe ihn. Kümmern wir uns drum. Ah, nicht doch. Aber wenn du schon mal so da hängst. Das wird ein harter Treffer. So. Da haben wir zumindest schon mal die Dingens runter, die Barriere. Und um die Panzerung kümmern wir uns auch noch. Okay. Sonst noch wer ohne Fahrschein? Nein? Sehr gut. So, ein bisschen Muni wäre schön. Nicht, dass ich wieder auf dem Trockenen laufe später. Ach, egal. Komm, weiter. Schnell hier raus. Ah, davon liegt welche. Okay. Sehr gut. Und Entdeckung. Wo war der mit Barriere? Da drüben. Okay. Den wollen wir die Barriere dann auch gleich mal... Ach, Mann. Ja, mach das. Zerschmetter ihn. Übernehme direkte Kontrolle. Okay. Vorboot ist weg, sehr gut. Da oben ist einer, okay. Weiter. Los, wir haben keine Zeit. Oh. Wir haben gleich flankiert hier. So, bevor du mir jetzt so sehr auf die Pelle rückst, hau ich dich mal weg. Oh shit, ich habe hier keine gute Deckung. Aber ihr dafür auch nicht. Ach Mensch, in dem Moment geht der Fokus weg. So, das war's für den. Betäubungsschuss bereit. Dann können wir auch mal hier vorrücken, da ist die Deckung ein bisschen besser. Und wenn du schon mal so da hängst, mein Freund, kannst du gleich mal die Warps von uns beiden abfangen. So muss es sein. So, jetzt aber. Schön in Deckung bleiben. Oh, fuck, was? Da wurde es auf einmal dunkel. Halt, was? Schön hier bleiben, Garrus. Nicht so weit vorrennen. Ah, diese Vorbote nervt mich da drüben. Okay. Oh, was? Warte mal. Von wo greift er denn an? Oh, hier drüben! Die Sau! Komm weg mit dir! So, deine Barriere ist im Arsch. Und Garrus auch, sehe ich gerade. Na, wir probieren es erstmal ohne ihn. Zur Not kann ich ihn ja immer noch wiederbeleben dann. Okay, damit hat es sich nämlich schon erledigt. Siehste mal. Gut, bisschen Muni wieder. Haben wir sonst noch irgendwas, was wir mitnehmen können? Wenn wir schon mal hier sind, dann will ich auch nichts verkommen lassen auf dem Weg nach draußen. Aber es sieht nicht so aus gerade. Okay, dann also so schnell wie möglich weiter. Mich hält nichts hier an dem Ort, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin froh, wenn wir hier wegkommen. Voll ins Wespennest gestochen und jetzt müssen wir wieder rauskommen. Super Aktion. Den Unbekannten könnte ich auch nur hauen, muss ich sagen. So, hier geht's nicht weiter. Wo ist denn hier der Ausgang? Hier sieht alles gleich aus in diesem Scheißnest. Mann! Schrecklich! Hier unten, hier geht's weiter, oder? Ich hoffe mal. Werden wir gleich sehen, wenn neue Gegner kommen, sind wir richtig. Ich öffne eine Tür auf der anderen Seite des Raums. Okay. Ach du Scheiße! Lass mich mal bitte die Waffe wechseln. Was ist denn mit Miranda eigentlich? Ich weiß es nicht. Jetzt ist der Partikelstrahler gefragt. Einfach mal draufhalten.
So, das Ding ist noch so weit weg. Ja, haut den doch mal weg hier. So. Die Husks, für die nehmen wir mal die Biotik. Für das Ding holen wir die großen Geschütze raus. Was ist mit Miranda los? Wo ist die eigentlich? Wie soll man hierher kommen? So, komm schon. Oh, shit. Oh, 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 oh. Ah, shit. Mann, 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 Mann. Ich brauche Miranda. Wo ist die Alte nur? Ah, die macht mich wahnsinnig. Wie soll man herkommen? Komm schon, drauf, drauf, drauf. Ah, Mann. Ich will nicht zurückweichen. Ich will nicht zurückweichen, aber mir bleibt bald nichts anderes übrig. Shit. Komm schon. Weiter, 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 weiter. Ah. Ja. Das war knapp. Das war richtig knapp gerade. Waffe wechseln. Okay. Hat funktioniert, der Prätorianer ist weg. Kommst du dann mal, Miranda? Es wäre schön, wenn du an den Kämpfen teilnimmst und nicht irgendwo abseits rumstehst und dir die Nägel lackierst oder was auch immer du da tust. So. Keine Vorurteile gegen Frauen im Kämpfen, das wollte ich damit nicht sagen. Aber Miranda kommt mir manchmal so vor. Okay. Oh nein! Edie, wir haben hier ein Problem. Ja? Vorübergehender Ausfall von Firewall 3217. Leite Befehle durch Firewall 7164 um. Bitte in Menschensprache, was heißt das? Ich habe erfolgreich eine Tür in der Wand gegenüber geöffnet. Ich halte sie so lange wie möglich offen. Da unten, da sind wir reingekommen. Jetzt müssen wir bald draußen sein. Ah, zum Glück. So, wir nehmen noch ein bisschen... Was? Wir nehmen noch ein bisschen Technologie mit. Das ist wertvoll. Oh, sehr gut. Okay. Noch irgendwelche Gegner? Nicht so, ne? Dann schnell. Ah, doch, hier kommen noch mal welche. Achtung! Natürlich kommen noch mal... Oh, welche. Jetzt kommt's. So, mein Freund. Den hat's erwischt. Oh. Ah, jetzt habe ich einen Warp auf den verschwendet. Ist ja Wahnsinn. So ein Unsinn, was ich hier tue. Könntet ihr vielleicht euch die Gegner auch vom Leib halten irgendwie? So, komm schon. Ich mach mit dem Warp hinterher. Und dann können wir das mit der Waffe lösen. Du mit der Biotik weg. Sehr gut. Man muss bloß wissen, welche Waffen man gegen welche Feinde einsetzen muss. Gegen die Husks ist die Biotik wunderbar. So, vielleicht noch Miranda gleich auch noch mit dem eigenen Warp hinterher. Nicht gegen die Mauer schießen, das könnte helfen. So, scheiß drauf. So muss es sein. Noch mehr Feinde. Oh nein, nicht schon wieder so einer. Komm, scheiß drauf. Jetzt hole ich wieder den Partikelstrahler vor. Wenn wir so nah am Ziel sind, heiz ich dem Ding mal ein bisschen ein. Oh, fuck. Was? Oh, die haben mich flankiert. Die Schweinehunde. Ich dachte, ich bin da sicher. Ja, man sollte sich vielleicht auch umsehen, bevor man sich irgendwo in Deckung stellt. Das könnte helfen. Ach, Mann. Da war ich ein bisschen zu ungeduldig, gebe ich zu. Wollte ich zu schnell vorstoßen und mit der großen Wumme lösen. Aber es klappt halt nicht immer. Man muss in dem Spiel schon ein bisschen taktisch vorgehen und die Deckung auch richtig nutzen. Was ich nicht getan habe. Naja, was soll's. Neuer Versuch. Okay, ich habe schon die richtige in der Hand. Ärger voraus. Für den Anfang. So, mein Freund. Erstmal dich. Dann bist du dran. Ah, shit. Das hat sich jetzt nicht mehr gelohnt. Weg mit dem Husk. So, und erstmal holen wir uns den da hinten, bevor wir vorstoßen. Okay. In dessen Schussfeld muss ich nicht unbedingt kommen. Gut. Ah, der eine, den kriege ich nicht hier, ne? Naja, ich gehe mal hier vorne hin schon. Oh,
Das war nicht richtig. Ich wollte eigentlich auf Nachladen drücken und nicht auf Idiotik. Aber was soll's. Okay. So muss es sein. So, das hast du den. Ich bleib, glaube ich, trotzdem erstmal hier, oder? Ich stoß mal vor und gehe dann wieder zurück. Lass mich dann wieder fallen am besten. So, okay, jetzt wieder zurück. Lass mich auch mal hier mit hin. Macht euch mal nicht so breit, Leute. Ich bin euer Commander, ihr müsst mich schon auch hier mit hinlassen. Gut, jetzt haben wir natürlich den Nachteil, wir müssen den Ableger ganz weit rankommen lassen, bevor wir ihm was zufügen können an Schaden. Aber wir müssen erstmal hier drüben die Flanke decken. So, okay. Jetzt kommen wir hier drüben selbst hin. Okay, jetzt läuft das Ganze besser. Alle hier hin. Ja, danke schön, ist nett. Okay, der ist weg. Gibt's den Ableger noch? Oh, hier ist ja noch einer. Nur mal kurz in hinten schauen. Ich glaube, da kann keiner mehr kommen. Okay. Jetzt sollten wir eine weitaus bessere Ausgangsposition haben. Hat er sich verabschiedet. Na gut, ich gehe mal eins weiter vor. Oh, der mit seinem scheiß Schild. Der nervt mich. Komm, jetzt aber. Na, geht doch. Natürlich verwandelt er sich in dem Moment in den Vorboten. Es ist doch nicht zu fassen. Komm, mein Freund. Ah, weg mit dir. Nein, der Ableger ist natürlich noch da. Aber jetzt ist Zeit, die große Bombe auszupacken. Okay. Drauf auf die Bitch. Immer draufhalten. Und fertig. Sowohl die Waffe als auch der Ableger. Das passt gut. Endlich ist der Weg frei. Wir flüchten. Ja, die Kämpfe gegen die Kollektoren, die sind schon nicht ohne. Wir sind unterwegs. Und ich höre Hass. So. Wo seid ihr anderen eigentlich? Könnt ihr mir irgendwie mal behilflich sein? Das wäre schön. Da ist der Bereichsschaden auf jeden Fall nicht ohne. Schön, wenn wir hier ein bisschen aufräumen können. Ohoho. Der hat einen guten Flug an die Decke hingelegt. So, der mal wieder umgenietet. Schön in die Masse rein. Und Miranda kann eigentlich mal ein bisschen schmettern. Schön. Gefällt mir. Weg ist frei. Weiter geht's. Hier ist zu... Ah, da ist unser Schiff. Wir haben keine Zeit mehr, Commander. Wir müssen hier weg. Wir sind da. Wir sind da. Lass uns abhauen. Alle an Bord der Normandy. Los. Anschnallen, Leute. Diesmal muss sich der Feind richtig anstrengen. Das war knapp. Gut, wir sind den Kollektoren entkommen und wir haben ein paar Infos abrasanen können. Das war eine verdammt knappe Kiste und ich glaube, der Unbekannte sollte uns da mal ein paar Antworten geben, was er denn da gemacht hat. Entscheidende Informationen über Kollektoren und das Omega-4-Portal erhalten. Durch Shepards Flucht kennt der Vorbote die Ausmaße unserer Fähigkeiten und muss dagegen neue Taktiken entwickeln.
muss vorsichtig sein, denn das Informationsnetzwerk des Vorboten könnte an das von Cerberus oder des Shadow Brokers heranreichen. Zudem scheint es unmöglich zu sein, seine Fähigkeit zur Vereinnahmung von Handlangern zu unterbinden. Edis Arbeit war dabei jedoch großartig und beweist, wie wertvoll eine kontrollierte KI sein kann. Glaube ich auch. Edi ist eine verdammt nützliche Bereicherung unseres Teams. Na gut, dann sollten wir mal ein Gespräch mit dem Unbekannten führen. Ich erwarte Antworten, mein Freund. Das war nicht nett. Gar nicht. Und sowas will ich nicht nochmal erleben. Kleiner Bitcher. Ich kann ihn einfach nicht leiden. Er ist ein Arsch. Er ist ein echter Arsch. Ich habe hier einen Anruf vom Unbekannten, Commander. Sie wollen sicher auch ein paar Worte mit ihm wechseln. Oh ja. Shepard, Edi hat anscheinend einige interessante Daten extrahiert, bevor das Schiff der Kollektoren wieder online war. Edi hat gesagt, das Notsignal kam von den Kollektoren. Sie haben uns hintergangen, wie ich es erwartet hatte. Wir sind im Krieg. Die Kollektoren verschleppen Menschen. Und jede vergeudete Sekunde hilft dem Feind, sich vorzubereiten. Ich weiß, worum es hier geht. Aber obwohl wir auf derselben Seite stehen sollten, kann ich Ihnen nicht trauen. Ohne diese Information erreichen wir die Heimatwelt der Kollektoren nicht. Und dann sind Sie und alle anderen Menschen so gut wie tot. Es war eine Falle. Aber ich habe auf Ihre Fähigkeiten vertraut. Und vergessen Sie Edi nicht. Damit konnten die Kollektoren nicht rechnen. Sie hätten mir von dem Plan erzählen können. Sie sagen, ich sei wichtig und tun doch Ihr Möglichstes, mich umzubringen. Die Kollektoren mussten glauben, dass sie im Vorteil waren. Sie hätten die Wahrheit an vielen Details erkennen können, wenn ich sie vorher informiert hätte. Außerdem hätte ich sie nicht da reingeschickt, wenn ich Zweifel an ihrem Erfolg gehabt hätte. Ich setze meine Leute nicht aufs Spiel. Es gibt immer Alternativen. Sie mögen ihre derzeitige Rolle nicht. Würde mir auch so gehen. Aber die Fakten geben mir recht. Auch wenn sie solche Entscheidungen vermeiden wollen, müssen sie getroffen werden. Aber viel wichtiger ist doch, es hat sich gelohnt. Edi hat unseren Verdacht bestätigt. Die Schiffe der Reaper und der Kollektoren benutzen ein neues System zur Freund-Feind-Kennung, das die Portale erkennen. Wir müssen lediglich so ein FFS in unsere Hände bekommen. Ich war gerade auf einem Schiff der Kollektoren. Warum haben Sie nicht gesagt, dass wir dort das FFS suchen sollen? Wie gesagt, Edi hat es gerade erst bestätigt. Außerdem hätten Sie zur Beschaffung nicht genügend Zeit gehabt. Aber uns bleiben andere Optionen. Ein Wissenschaftlerteam der Allianz hat kürzlich festgestellt, dass die große Kluft auf dem Planeten Klendagon in Wahrheit ein Einschlagskrater einer Massenbeschleunigungswaffe ist. Ein sehr alter Massenbeschleuniger. Ich habe ein Team auf die Suche nach der Waffe oder dem Ziel geschickt. Sie haben beides gefunden. Die Waffe war funktionsuntüchtig. Aber wir konnten den Flugweg des beabsichtigten Ziels rekonstruieren. Ein 37 Millionen Jahre alter verlassener Reaper. Wir fanden ihn beschädigt und im Gravitationsfeld eines braunen Zwergs gefangen. Sind braune Zwerge nicht im Prinzip Sterne, die es nicht geschafft haben? Einfach formuliert, aber korrekt. Es sind Gasgiganten, die nicht genug Masse haben, um Sterne zu werden. Rechnen Sie mit Stürmen und extrem hohen Temperaturen. Der Reaper hat ein Masseneffektfeld, das ihn im Orbit hält. Wahrscheinlich eine automatische Reaktion auf die externen Gefahren. Er ist stabil, aber sicher würde ich das nicht nennen. Ich habe gesehen, was die Sovereign mit der Flotte der Citadel gemacht hat. Kaum vorstellbar, dass man etwas so Mächtiges überhaupt aufhalten kann. Das Schiff ist ein Relikt aus einem Krieg. Zu einer Zeit, als auf der Erde die Säugetiere ihre ersten Schritte gemacht haben. Von der Spezies, die geschossen hat, gibt es keine Spur mehr. Vielleicht war es ihr letzter Widerstand, bevor sie ausgelöscht wurde. Ich habe das Gefühl, wir werden nicht einfach reinschneien und ein Päckchen abgreifen. Wir haben den Kontakt mit Dr. Chandanas Team verloren, kurz nachdem sie an Bord gegangen waren. Erste Nachforschungen brachten keinerlei Hinweise und es war zu riskant, weitere Ressourcen einzusetzen. Aber jetzt brauchen wir das FFS. Ich sende Joker die Koordinaten. In der Zwischenzeit sollten Sie Ihrer Crew sagen, dass ich Ihr Leben nicht grundlos aufs Spiel gesetzt habe.
Das würde das weitere Vorgehen erleichtern. Edie, versammeln Sie die Crew. Wir haben viel zu besprechen. Natürlich, Shepard. Leck mich, Arsch. Niemand findet's geil, einfach in eine Falle reingeschickt zu werden. Sehenden Auges. Der Unbekannte hat uns also nicht verkauft. Ich hätte es fast geglaubt. Hat uns belogen. Uns benutzt. Brauchte Zugriff auf die Datenbanken der Kollektoren. Notwendiges Risiko. Wenn er sowas nochmal versucht, sind die Kollektoren das geringste seiner Probleme. Edie, sind Sie sicher, dass das FFS funktionieren wird? Meine Analyse ist korrekt, Shepard. Ich habe auf Basis der Navigationsdaten aus dem Schiff der Kollektoren auch die ungefähre Position ihrer Heimatwelt ermittelt. Das kann nicht stimmen. Lassen Sie mal das Diagnoseprogramm laufen, Joker. Unsere VI hat anscheinend einen Software-Bug. Meine Berechnungen sind korrekt. Die Heimatwelt der Kollektoren befindet sich innerhalb des Kerns der Galaxie. Kann nicht sein. Im Kern sind nur schwarze Löcher und explodierende Sonnen. Es gibt dort keine bewohnbaren Planeten. Könnte etwas Künstliches sein. Eine Raumstation. Geschützt von starken Masseneffektfeldern und Strahlungsschilden. Nicht mal die Kollektoren verfügen über die dazu nötige Technologie. Die Kollektoren sind nur Handlanger unseres wahren Feindes. Und wir haben alle gesehen, wozu ihre Meister fähig sind. Sie haben die Massenportale und die Citadel gebaut. Wer möchte behaupten, dass es ihnen unmöglich ist, eine Raumstation inmitten von schwarzen Löchern zu errichten? Kein Wunder, dass noch nie jemand von einem Sprung durchs Omega-4-Massenportal zurückgekehrt ist. Die logische Schlussfolgerung ist, dass es auf der anderen Seite des Portals eine kleine Sicherheitszone gibt, in der Schiffe sich aufhalten können. Die üblichen Protokolle für den Portaltransit wären nicht sicher. Abweichungen von mehreren tausend Kilometern sind dabei normal. Und das wäre im Kern der Galaxie fatal. Die Reaper FFS setzt im Portal wahrscheinlich verschlüsselte und weitaus fortschrittlichere Protokolle in Kraft. Nur weil wir den Kollektoren durch das Portal folgen können, bedeutet das nicht, dass wir sie auch besiegen. Ich will erst hinterher, wenn ich weiß, dass wir dazu bereit sind. Früher oder später brauchen wir das FFS sowieso. Warum also warten? Es ist ein verlassener Reaper. Was ist, wenn die Kollektoren auf uns warten? Bevor wir dieses Risiko eingehen, sollten wir erst unser Team verstärken. Je mehr Leute wir auf unserer